Oh ja, so oft wurde es gewünscht, aber ich habe immer abgelehnt, dass ich dieses Video heute mache. Warum eigentlich? Erstens mal, immer wenn ich dieses Video starte oder versuche, dieses Video von Red Dead Redemption zu machen, nimmt es nicht in 720p auf. Aber ich habe einfach mal gedacht, ich nehme es trotzdem auf, habe dafür ein bisschen den Kontrast hochgestellt, dass es fast so aussieht wie 720p. Sind nur 500 76i, was immer das bedeutet. So, ach, das ist ja eine tolle Sache. Jetzt bin ich an dem gleichen Ort, wo ich damals auch war. Und zwar, wo ich auch mal ein Video gemacht habe von Red Dead Redemption. Das ist ja schön. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich was falsch gedrückt oder? Komisch. Das ist jetzt echt ein bisschen merkwürdig. Okay. Das passt auch. So, jetzt bin ich hier relativ am Anfang. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Weil wir können da bestimmt Missionen erledigen. Ich habe das Spiel ja schon mal gesuchtet, habe da schon mal alle Prestige erreicht. C-Preise und so. Und den Büffel, den Weißen. Und noch die ganzen anderen Tiere. Aber irgendwie möchte es heute keine Multiplayer-Verbindung erlauben. Das macht mal gar nichts. Diese Viecher können wir nicht ernten. Aber die kann man. Baff! Oh! Oh! Oh oh! Oh, jetzt haben wir Ding. Jetzt haben wir Spannungsstern. Esel. Komm schon, Esel. Ich habe keinen Plan mehr, wie man das Reiten tut. Ach so, mit X beschleunigt man. Oh! Dann machen wir uns mal bereit, Leute. Haut rein! Yeah. Oh, Mama mia. Okay, der Fahndungsstern wird immer höher. Und die Bullen werden auch immer aggressiver. Wie ich merke. So, ich hoffe, ich kann hier nochmal weg. Och, Mist. Nein! Warum habe ich dieses komische Dead Eye nicht? Ah, doch, das habe ich ja. Das ist dieses Adlerauge, wo ich die Gegner besser treffen kann. Das ist so geil, das Spiel. Ich liebe das, wenn die Pferde runterfallen. Oh! Gesuch-Kombo, Digga. Können wir hier noch weg? Ah, Mist. Oh. Okay, jetzt werden wir das mal ein bisschen umkehren, den Spieß. So, ich bin eh gleich tot. Gut, dann hauen wir lieber zur Flucht ab. Wenn sich dieser Esel mal nach vorne bewegt. So, das wird uns natürlich deutlich Vorsprung behelfen. Vorne ist die Bullet-Bande, glaube ich, heißt die. Oh! Das Pferd hat mich schon erwischt. Yo! Das war's. Mal nicht aufgepasst und schon ist man tot. Das gibt's ja nicht. So! Gut, die Anfangswaffen sind noch relativ harmlos. Man kann aber im Spiel zum Beispiel verschiedene Gräser ernten und bekommt dafür, glaube ich, Dollar. Wildes Mutterkraut plus 1. Plus 1, was? Nee, die Bulletbande kann mich mal. Mit der will ich nichts zu tun haben. Laufen wir zur nächsten Stadt und rufen mal an seinen Esel. Ihr wisst schon, wie er heißt. L YouTube Gamescom. Mein treuer Begleiter. Und jetzt will ich mal was versuchen. Hey, Esel. Jetzt war das hier. So, jetzt pass mal auf. Wenn dein Reittier verloren geht, musst du warten, bis du ein neues herbeipfeifen kannst. Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal ganz, ganz viele Reittiere gespawnt. Also ganz viele Reittiere hingemacht. Und überall waren dann die Reittiere, die lagen da rum. Also das sah echt gruselig aus. So, das will ich jetzt mal probieren, ob ich das überlebe. Komm schon, du Scheißesel. Jetzt hab dich nicht so. Was ist denn daran so schlimm? Das ist doch nicht hoch. Oh. Ah! Scheißesel! Ich glaube, ich bin tot. $34 haben wir schon. Herrlich. Bin ich hier mitten in der Pampas. Zum Glück bin ich nicht im Bärengebiet Tal Trees.
Das ist nämlich ein Gebiet, da gibt es so Bären und Luchse und so, die greifen mich dann immer an. Besonders die Pumas, die hört man einmal. Und dann bist du so gut wie tot, wenn du nicht auf so einem Reittier hockst. So, ich bin Koch vom Beruf. Vielleicht wissen das ein paar. Und da braucht man natürlich auch was zu essen. Am besten ein Vogel. Oh, da, baff! Ich glaube, der Vogel macht nichts mehr. Da ist diese komische Ding. Wie komme ich da am besten hin? Wie komme ich da am besten hin? Nämlich, da kann man, glaube ich, so. Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe von der Zeit. What the fuck? So. Komm schon, du scheiß Esel. Also verhungern tue ich hier nicht. Gut, da geht's lang. Da ist nämlich diese komische. Okay. Das ignorieren wir jetzt mal. Da ist ja voll viel Wasser. Und das Blöde bei Red Dead Redemption ist, dass man nicht schwimmen kann. Und jetzt frage ich mich, wie komme ich hier rüber? Da wollen wir es nochmal versuchen mit dem Esel. Vielleicht ist das Wasser hier gar nicht so tief. Ein Versuch ist es mal wert. So. Ja, hier würde ich jetzt rüberlaufen. Sieht ein bisschen komisch aus. Wow! What the fuck? So tief war das doch gar nicht. Ich bin tot, Leute. Und somit sage ich auch ciao. Ich wandere jetzt erstmal zu Buddha und sag ciao, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Vielleicht funktioniert es noch mit Springen. Arschbombe! Dö, 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 dö.